werden demnächst 80 Jahre. Da wird der Papst wohl bald ihren Rücktritt annehmen. Freuen Sie sich auf den Ruhestand? Ja, ich bin dann 53 Jahre Priester. War wie gesagt 18 Jahre an den Hochschulen, bin jetzt 33 Jahre Bischof in Mainz, war 21 Jahre Vorsitzender und sehr viele andere Aufgaben bis heute. Ich freue mich zunächst einfach mal, dass die vielen Termine, die ja nicht nur immer Freude machen, das sind ja auch Routine-Termine, wo man eben hin muss und erscheinen soll, entfallen, dass ich zum Beispiel also vielmehr mal meinen eigenen Sonntag wieder habe und nicht durch viele Besuche in den Gemeinden und andere Veranstaltungen belegt sind. Vielleicht wird es mir auch mal ein bisschen, würde ich sagen, langweilig, da weiß ich schon, was ich machen will. Aber man vermisst vielleicht auch, dass man Leute, die man schätzte, nicht mehr so oft sieht. Man muss man also auch gucken, dass man ja nicht irgendwo sich zu sehr zurückzieht. Aber ich habe vor, dass ich auf der einen Seite eine feste und klare Zäsur machen muss gegenüber den Alltagsaufgaben, damit wirklich was anderes anfangen kann, andere auch ihre Zeit der Verantwortung dann wahrnehmen. Ich habe zum Beispiel vor, schon die nächsten Monate dann, dass ich zum Beispiel bei einigen ökumenischen Aufgaben mitmache, zum Beispiel, dass wir die Ergebnisse der letzten 50 Dialogjahre mal kritisch durchgehen und sagen, was ist gewonnen worden, was muss eigentlich jetzt angepackt werden in der nächsten Epoche. Ich gehe auch mal nach Basel, um dort einen Vortrag zu halten über Hans-Urs von Balthasar, mit dem ich von Freiburg aus und in der Internationalen Theologenkommission eng verbunden war. Also ich hoffe, dass ich auch dann etwas mehr Zeit habe für meine Familienangehörigen, für Besuche an Orten, wo ich gewesen bin. Mein Vater war Lehrer, war von den Nazis öfter strafversetzt worden. Wir waren an 10, 12 Stellen, zum Teil tief in der Schwäbischen Alb, aber auch anderswo. Und dass ich, wenn ich mal nach Rom gehe, Zeit habe, an Orte hinzugehen, wo ich es bisher nicht mehr geschafft habe, ob es meine Primitzkirche, also ist San Saba oder was anderes. Also es wird mir da eigentlich nicht langweilig, wenn ich die Gesundheit behalte dafür. Was sollen die Leute in 33 Jahren sagen, wenn sie sich an ihre Amtszeit erinnern? Was würde sie oder worüber würden sie sich wünschen, was die dann sagen? Das ist das Einzige, wofür sie eigentlich keine Antwort kriegen, weil das sollen die Leute nachher, das sollen die Leute aus der ganzen Erinnerung selber machen. Ich muss dazu keine Äußerung geben, sondern ich kann bestenfalls sagen, ich habe gemacht, was ich konnte, aber beurteilen müssen das andere. Ich habe noch die Frage, welche Pläne haben Sie für den Ruhestand? Das haben Sie eigentlich schon gesagt, aber vielleicht so das Erste, worauf Sie sich freuen im Ruhestand? Das hast du jetzt erst. Also das Allererste ist, ich habe mit großen Anstrengungen auch meiner Freunde und Mitarbeiter es geschafft, dass ich bis Mai noch drei Bücher auf den Markt bringe. Eines, das die ganzen Hirtenworte, nachdem ein Band vor gut 10 Jahren erschienen ist, ein zweiter, wo alle Hirtenworte gesammelt sind. Das zweite ist, dass ich mit dem früheren Intendanten Markus Schächter ein Interviewbuch mit größerem Umfang gemacht habe, wo ich einfach mal von einem Journalisten, der in dieser Zeit wach gelebt hat, befragt worden bin. Das hat den Titel Mit langem Atem. Das kommt noch diesen Monat heraus.
Und dann habe ich den Rest der Grundsatzreferate, ein großer Band schon veröffentlicht ist, aus der Bischofskonferenz und der wichtigen Beiträge, die als Stütze und Fundament dafür gelten, gesammelt. Ein Band mit 550 Seiten, da hat den Titel Auswirkungen. Und die drei Bände, die werden also Anfang Mai alle im Buchhandel sein. Ich bin immer leidenschaftlich dafür gewesen, dass man auch die Chancen des Buches nützt, gerade in der Zeit der sozialen Medien. Und deswegen auch immer wieder bereit, schriftlich den Mund aufzumachen und Stellung also zu nehmen. Und das möchte ich schon auch dann in der unmittelbar künftigen Zeit machen. Ich habe jetzt 4200 Manuskripte in den Schubladen. Die sind nicht alle wert, dass man sie also noch einmal veröffentlicht. Die haben ihren Dienst getan. Aber es hat doch viele Dinge, die ich nochmal in die Hand nehmen möchte und vielleicht auch mal das eine oder andere fortführen. Das gilt nicht zuletzt für die Ökumene. Aber ich freue mich auch zum Beispiel, dass in dem neuen Dokument des Papstes über Ehe und Familie das Kapitel Pastoral für Wiederverheiratete Geschiedene ganz exzellent geworden ist und dass ich nach ziemlich genau 45 Jahren, wo ich dieses Thema immer wieder aufgenommen habe, wo wir nicht selten auch verloren haben, zurückgewiesen worden sind, manchmal auch abgekanzelt worden sind, die Überzeugung, dass man in diesem Bereich etwas bewegen muss, jetzt nach so langer Zeit Wirklichkeit geworden ist, wenn wir das erfüllen, wozu wir jetzt die Möglichkeit haben. Meinen Sie denn, Sie können im Ruhestand bleiben oder ist das, das hört sich ja so fast an? Nein, das ist also einerseits ist das gewährleistet. Es gibt ja in der Kirche außer dem Papst keine, ich kenne jedenfalls auch keine Ausnahme. Nee, ich meine das gar nicht so von wegen, also Ruhestand sehe ich so, jetzt ruhe ich mich auch ein bisschen aus. Also ist die Pläne ausruhen, ist dann auch immer noch nicht angesagt? Oder, also, meinen Sie, Sie können das überhaupt? Man sehnt sich schon auch einmal nach Ruhe. Wie gesagt, ich will gerne also mal meinen Sonntag wieder selber also gestalten und einteilen. Ferien nicht bloß zu machen, Urlaub, in Schulferien sind und so weiter, weil man zu anderer Zeit nicht weggehen kann, dass man auch mal wieder Kontakt hat, also mit Freunden, die man länger nicht mehr gesehen hat, dass man am Morgen vielleicht etwas länger die Zeitung liest als sonst. Und ich denke mir, da gibt es also gerade heute viele Variationsmöglichkeiten, möchte noch besser umgehen zu lernen mit meinen elektronischen Geräten zum Beispiel. Jetzt habe ich hervorragende junge Leute, die das selber alles mit viel größerer Geschwindigkeit für mich gemacht haben. Aber ich freue mich einfach mal, dass man auf die Terrasse sich setzen kann und nichts anderes mal tut, als im blauen Himmel zu gucken. Aber dass in 5 Jahren vielleicht doch nochmal ein Buch rauskäme, das kann man nicht. Das mehr. Hängt von der Gesundheit ab, das hängt davon ab, wie stark man dann irgendwie sonst beansprucht wird. Aber ich möchte zum Beispiel aus den fast 50 Jahren Erfahrungen in ökumenischen Gesprächen, auf jeden Fall über den ökumenischen Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen, da bin ich seit 68 drin und war viele Jahrzehnte wissenschaftlicher Leiter und bin auch heute noch Vorsitzender
Und der existiert jetzt 70 Jahre und ist 46, vor 70 Jahren auf den Trümmern unseres Landes damals entstanden. Und der muss auch in Zukunft Kraft und Dynamik also behalten. Dafür will ich dann auch einiges tun. Nachfolger zum Beispiel für mich finden und dergleichen. Also ich finde das spannend, natürlich gerade auch in der inneren Theologie. Was mich so bewegt, wenn ich auch jetzt, Gott sei Dank, auf der einen Seite keine solche Verantwortung mehr habe, das ist die pastorale Strukturänderung, die in vielen Diözesen stattfinden. Wir haben hier etwas Glück gehabt, wir haben, ich würde auch sagen, mit etwas längerem Atem viele Dialoge gehabt mit den Gemeinden, die pastoralen Zuschnitte der Strukturen immer unter Einbezug der Gemeinden also gemacht und auch uns mit unseren Plänen geändert, wenn überzeugt die Leute uns sagten, wir können mit einer anderen Konstellation besser arbeiten. Ich glaube das nicht so recht, dass diese Reduzierungen von großen Gemeindezahlen auf 45, auf 75, XXL und so fort, dass das so klappt. Da möchte ich mich mal etwas schlauer machen, auch ein bisschen rumfahren und ein bisschen mit den Leuten reden, weil ich Sorge habe, dass wir die Bedeutung der konkreten Beheimatung von Glauben, dass wir auch die Leiblichkeit des Glaubens unterschätzen. Da bin ich geboren, da wurde ich getauft, da habe ich meinen Vater und meine Mutter beklagt, da haben meine Geschwister geheiratet. Das ist etwas, was man nicht einfach so im Planquadrat verschieben also kann. Da könnten wir viele Leute noch verlieren, die über diese Anhänglichkeiten noch Kontakt haben, also mit Kirche. Ich habe mich ja früher schon ab 1970, als der Trierer Katholikentag war, mit dem Titel Gemeinde des Herrn, dort ein Grundsatzreferat gehalten und danach auch dann und davor einiges veröffentlicht. Das Konzil hatte ja noch keinen ausgeprägten Gemeindebegriff für die Einzelgemeinde, für die Diözese wohl, aber nicht für die Einzelgemeinde. Das ist eigentlich nachher entwickelt worden. Und da ist mir die konkrete Verwurzelung und Beheimatung also sehr wichtig. Da darf uns etwas nicht verloren gehen.